Oh, eure Heiligkeit, willkommen in meinem Chat. Eure Heiligkeit. Und so wie es aussieht, haben wir noch Strom zur Verfügung. Ich habe deinen Chat gar nicht offen diesmal. Ach, du machst ja was. Ja. Es war natürlich die Frage. Oh, P war die Taste. Da sehen wir, was wir produzieren pro Stunde. Also, anderen Zeug da. Auch verbrauchen. So, reicht der Strom noch? Was hast du gebaut? Ja, reicht. P, was wir produzieren, okay. Also ich produziere jetzt nochmal Stahlplatten ohne Ende. Okay. Und jetzt will ich noch Kupfer hier runterholen. Guck mal ein bisschen Mauer mit. Da hinten produzierst du. Ich hab auch noch Mauer, ne? Wenn du noch haben willst. Ich renn mal zu dir. Gucken, was du da so machst. Alles klar. Hast du eine Knarre? Ach, ich hab selber eine Knarre. Moment, war denn das? Ich hatte Taste. Bäm, Stein weg. Leertaste. Ja, ich kann weder mit Pistole noch mit Maschinengewehr kann ich das machen. Echt? Muss doch gehen. Ja, aber geil, oder? So läuft das doch. Ja. Aber du kannst auch Hochöfen nehmen. Ja, aber nee, dann verbrauchen wir nicht so viel Energie. Ich tausche die äußeren, glaube ich, alle noch aus durch kohlebetriebene Arme. Ist anscheinend die ganze Kohle aufbrauchen. Ja, aber ist ja egal. Da oben guck dir das Vorkommen nochmal an. Das reicht doch erstmal. Kann man ja immer noch umtauschen, weißt du? Wenn wir hinterher dann die Möglichkeiten haben, Atomreaktoren zu bauen oder so. Ja. Was weiß ich. Was denn? Optimierung. Ach ja, Platzverschwendung, ja. Ja, weil die bauen einen um sich. Ja, ja. Ein Feld um sich drumherum bauen die ab. Ja, und jetzt noch Kupfer oben runterholen. Hier ist ja auch noch ordentlich was. Wo ist das Eisen weg? Das Eisen hol ich da unten aus dem Wald, deswegen ja so viele Laufbänder. Da liegt auf jeden Fall jede Menge. So, wie mache ich das? Mache ich ein bisschen so. Nix verschwenden hier, ne? Da muss ich mal wieder meinen Namen alle Ehre machen. Wieso? Jetzt mal alles schön symmetrisch machen. Warum frage ich überhaupt? Sieht doch schon gleich viel, viel schöner aus. So, also sagte ich, wir müssen jetzt Rohölaufbereitung machen. Du kriegst eine Rohölförderpumpe, eine Ölraffinerie, eine Chemiefabrik. Aha. Kannst dann Brennstoffe herstellen. Also kannst du auch noch andere Brennstoffe herstellen, ne? Anstatt jetzt nur Kohle. Kannst dann auch zum Beispiel aus Öl Brennstoffe machen. Okay. Eigentlich müssen wir ja früher oder später alles aus Strom machen, ne? Also mit Strom betreiben, weil das ist ärgerlich, wenn man dann ständig irgendwas da reinpumpen muss.
Aber wir können jetzt auch, du kannst jetzt auch große Strommasten und mittelgroße Strommasten machen, ne? Ah, ich sehe es. Stahlträger, Alter. Die produziere ich gleich in Massen. Die brauchen wir. Dann mache ich erstmal noch normale Strommasten hier und es ist schon wieder Nacht, ey. Und wir haben jetzt auch noch rote Förderbänder. Rode. Rode? Gerodete Förderbänder. Ja, die habe ich gesehen, aber ich glaube, die brauche ich noch gar nicht. Die sind einfach schneller, ne? Ja. Oder? Ich habe jetzt deine Eisenproduktion um 50% erhöht. Wie das? Symmetrie. So, dann brauche ich einen Tunnel. Ich glaube, das wird richtig krank werden hier, was wir hier machen. Selbstverständlich. Das ist Nazi. Was denn? Gott, ey. Kann ich nicht arbeiten. Was machst du denn? Viel besser. Wo ist das Problem? Ey, das habe ich nur gemacht, damit ich alles da abbaue, Mann. Jetzt macht er da, fummelt er da wieder rum, ey. Das kann man sich doch nicht ansehen. Das was ist mit doch... den zwei da unten jetzt? Die werden nicht abgebaut. Welche zwei? Ja, die hier. Die zwei. Oder die drei hier, die Reihe hier. Die wäre mit abgebaut worden. Und außerdem hätte dann auch noch hier noch mehr abgebaut. Du musst dir einfach vorstellen, die kommen ja eh wieder alle weg. Wenn es leer ist. Trotzdem muss es schön ästhetisch aussehen. Ja. Aber der hier ganz rechts ist natürlich der Spezialist hier, ne? Ja. Der ist so irgendwie dieses misshandelte Kind, den mag keiner. So. Auch noch mal. So, wo ist denn hier die Mitte? 1, 2, 3, 4. Dann mache ich das doch mal bei Eisen genauso. So, und dann kommt dieser Teiler hier wieder hin. Ich habe noch welchen. Genau so. So, das und schon wieder was fertig. Ja, jetzt machen wir Schwefelaufbereitung. Da können wir dann Schwefelsäure und Schwefel produzieren. Oh, benötigt für Sprengstoff und Bordelin. Wollen wir forschen? Ja, können wir. Bordelin können wir auch. Ja, das sieht gut aus. Wir brauchen noch keine Pakete Nummer 3. Sobald wir dann Richtung Pakete Nummer 3 gehen, also Wissenschaftspakete, wird es wieder kompliziert. So, da eben noch zwei Kerzen produzieren.
jetzt eine Kerze hinstellen. So, das hier verbinden. Hier so rum. Jetzt einen weiter weg. Egal. Oh, uns das Ganze doch mal angucken hier. Also Kupferförderband ist gleich komplett voll. Hat er schon mal was? Und Strom produzieren wir anscheinend auch. Mehr als genug. Sehr schön. Sehr gut, ja. So, jetzt habe ich hier Kohle. Ach, du hast den Tunnel wieder weggebaut. Alter! Was denn? Ich habe nichts gemacht, bin hier oben beim Kupfer. Ja, ja, alles klar, Alter. So, jetzt kann ich die Kacke hier bauen. Wie gehabt. Und dann nehme ich einen weiter außen, glaube ich. So, Kupfer ist gleich voll. Boah, was ist mit der einen Seite denn los vom Kupfer? Ich darf einmal richtig Gas. Ja, geil. Danach kriegen wir jetzt hier noch ohne eine Kupfer. Ich habe keine Laufbänder mehr. Egal, ich kann mir noch nicht craften. Du willst mich ja verarschen. So, was sagt die Eisenproduktion? Die Eisenproduktion ist gestoppt. Er ist zu voll, oder was? Ja, ist komplett voll. Vollgelaufen. Ist egal, das wird ja dann alles noch verarbeitet. Genau. Weil hier unten will ich dann eine fette Straße bauen quasi. Wo wir alles verarbeiten können in Massen. Das ist jetzt hier die Mitte. Das müsste die Mitte sein. Ja. Das ist hier einer zu weit. Ne, stimmt gar nicht. Fuck! Ein Knick in der Linse manchmal. Ja, dafür hast du ja mich. Wer war nochmal der Brillenträger von uns beiden? Ich? Oh, das auch. Ja, das war wahrscheinlich Deck auf der Pupille. Echt gespannt, was das da wird. Das Einzige, was ich noch anbieten könnte, wäre das. Eine Kiste ist sehr nett von dir. Soll ich damit? Nö, was anfangen. Eingesackt. So, das sind alte Greifarme, befeuerte Greifarme. Weiß ich, soll ich die hier mal verwenden? Nimm doch auch den neuen. So viel Strom verbrauchen die jetzt auch nicht, den neuen. Jetzt guckst, 82 von diesen neuen Greifarmen haben wir da schon. Die verbrauchen fast gar nichts. Ich crafte gerade 22. Das dauert, Alter. Ja, dann hast du noch nie ein Solarpanel gecraftet. Da wirst du blöd im Kopf von. So
Sofern wir jetzt erstmal aktuell unser Stromproblem gelöst haben. Vor allem, der craftet ja auch nicht einen und dann den nächsten, sondern der craftet ja alle Materialien und dann alle Greiferarme, ne? Das heißt, man kann doch nicht mal anfangen zu bauen, während die anderen gecraftet werden. Doch, also er macht da immer 1, 1, 1. Also wenn du die einzeln abschickst, dann macht er die einzelnen. Ja, klar, wenn man sie einzeln abschickt. Ja. Aber du hattest hier eine Shotgun gebaut, ne? Eisenplatte ja. Und Eisenzahnrad. Welche Munition hast du dafür genommen? Die ganz normale. Ach, die Schrottpatrone, alles klar. Hallo, Schneckball. Bis auf das Hero ein bisschen komisch ist, läuft alles wie immer. Ja, heute läuft. Gestern lief's. Nee, warte mal, war das gestern? Doch, Rocket League lief auch. Irgendwie komischerweise. Wir hatten einfach nur Pech. Aber der TS ist eben wieder abgekackt. Wo hast du denn deinen Tobi eigentlich? Nein, auf mal in Frankreich. In Frankreich? Ja. Hast du noch zwei Greifarme? Nein. Aber ich bin gerade bei der Greifarmfabrik. Bringst du welche mit? Komm. Nein, warte, ich kann eh gerade nichts machen. Ich komme runter und hole welche. Brauchst du nicht für Greifarme, brauchst du doch nur Metallplatten und Kupferplatten. Die produzierst du doch schon. Oh. Ja, braucht man mehr nicht, oder was? Nein. Okay, dann baue ich mir nicht. So. Klappe, Hoffi. Genau. Aber ich glaube, das liegt eher an Division einfach, dass es nicht lief. Keine Ahnung warum. Weil da hatte ich ja bisher immer so ein bisschen Probleme. Huhu, Feuerball. Ne, Faulball. Ich dachte Feuerball. Genau. So, muss jetzt nur noch rausfinden. Wie schießt man was jetzt? Denn? Wählt man eine Waffe aus? Ich glaube, du musst sie in den richtigen Slot legen, in den zweiten da, weißt du? Also ich meine, man kann ja rechts auch noch, aber ich weiß nicht, wie man die auswählt. Ehrlich bin. Vielleicht Shift 3 oder so? Nee. Genau. Keine Ahnung. So. Ja, läuft. So. Kann ich hier unterwegs ja mal. Schmeckbar, ich habe deine Arc-Folge gesehen eben. War sehr erfolgreich. Aber HD-Texturen, sind das HD-Texturen? Weiß ja nicht. Vielleicht zu vorher? Ja, ich weiß nicht, wie es vorher aussah, das ist das Problem. Also, ich habe das nicht wirklich gemerkt. Ja, also Bäume und so wurden nicht verändert unter Boden, ne? Sondern nur die Maschinen an sich, die wurden verändert. Ja, da bin ich gerade am draufzoomen. Keine Ahnung. Ja. Ah, Schwefelaufbereitung ist... Ach, hast du den schon beantwortet? Stimmt, ich sehe eine 1 bei der Glocke. So, dann kann ich ja jetzt hier noch ein paar Lampen unterbringen, ne? Bei welcher Glocke siehst du auf einmal eine 1? Bei der YouTube-Glocke. So. Deine Glocke immer. Batterie forschen. Strom sieht sehr, sehr gut aus. Und mir die Produktion angucken, nicht, dass da irgendwas kaputt ist. So, ich habe mal ein bisschen Licht gemacht. Sehr schön. Ach, die 14 Patronen sind... Ja, Die musst du auch noch in den richtigen Slot legen, ne? Ja, klar, das habe ich schon gemacht. Ich
meine nur, dass die nicht 14 Schuss bedeuten, sondern mehrere Schuss. Echt? So. Ja, es sind 14 Magazine, wenn du einmal schießt. Und dann ach, Tatsache, ich sehe es. Das nutze ich ab. Ja. Ja. Okay, dann haben wir ja mehr als genug. Wir könnten ja mal die Aliens besuchen gehen, Tobi. Was sagst du? Lass alles Wertvolle hier und dann geht's ab. Ja, genau. Ich mache alles schön symmetrisch. So muss das sein. Sieht schön aus hier, ne? Vor allen Dingen, du machst alles symmetrisch. Ja, ich mache das eigentlich auch immer, ja. Ja, und da komme ich vorbei, kontrolliere das alles und mach's richtig. Ja, außer da oben. Aber du hast es ja wieder gefixt. So wie ich... Nee, hast du nicht. Du hast es so... Oder? Doch, du hast es wieder so gemacht. Sehr schön. So. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Könnte man natürlich jetzt einfach nochmal machen. Zum Beispiel, ne? Aber so viel brauchen wir ja erstmal nicht. Aber dafür ist hier links und rechts noch Platz. Kann man so lassen. Ah, was ich gerade auch gemerkt habe, wenn du zum Beispiel eine Eisenkiste mit einer Stahlkiste ersetzt, kannst du einfach oben drauf setzen. Hast du die andere wieder. Und das Zeug, was da drin ist, bleibt da drin. Das ist echt genial. Das ist echt nicht schlecht. Ich muss ein bisschen Platz hier lassen. Tobi, bau mal einen Flammenwerfer. Der Wald nervt. Das wäre schön. Können wir mal eine Vorschau gucken, was wir noch für Waffen bauen können. Wir können Pyrotechnik. Wir können Flammenwerfer bauen. Ernsthaft? Ja! Geil! Das ist dieses brennende Ölfass, ist das. Benötigt für Flammenwerfer. Aber dafür brauchst du dann, wie gesagt, da musst du die Ölaufbereitungsanlage und sowas alles bauen. Ja, aber ich sag mal, wenn wir das für Waffen machen ausschließlich, oder was weiß ich, ja, dann reicht das Öl ja. Ja. Aber wir können tatsächlich einen Flammenwerfer bauen. Raketentechnik können wir auch bauen. Raketenwerfer! Ich würde ja sagen, wir rüsten uns aus und machen die scheiß Aliens platt da unten. So, wie macht man das jetzt nochmal mit dieser... Warte mal. Ey, was fehlt denn mir? Eisenplatten. Ich will gar nicht. Solltest du eigentlich genug haben. So, jetzt habe ich auf jeden Fall wieder genug, oder? Ja, direkt wieder 300. Ja, produziert er ja echt gut, ey. Sehr gut. Fällt mir. Ich muss ein bisschen mehr Eisen hier mal produzieren. Oh nein, oh nein, oh nein. Konstanter Kombinator. Oh, what the fuck? Genau, ich könnte ja mal Stahl. Wie hat man denn nur 5 produziert? Ah, Rechtsklick war 5, genau. So, Stahlträger brauchen wir. Einfach nur 5 Eisenplatten. Ja. Was? Ernsthaft? Sehr easy. Dafür würde ich dann aber einen elektrischen Ofen nehmen. Ja. Weil da habe ich keinen Bock, nur deswegen Kohle reinzuschaffen. Brauche ich mir ein paar. Greifarme habe ich auch noch, glaube ich. Noch ein paar bauen. Boah, dieser Wald hier, ne? Brauchen echt einen Flammenwerfer. Du brauchst auch für manche Sachen brauchst du auch Holz. So, erstmal hier herroden. Erwähnt von Dr. Tobi? Achso, du hast dein Video veröffentlicht. Ja, 17 Uhr. Täglich 17 Uhr ein neues Minecraft Let's Play. Omega, ich weiß nicht, ob ich noch Zeit habe. Ich muss heute Abend mal
Ja, habe ich auf jeden Fall noch was vor um 8. Aber vielleicht dann irgendwann. Danach. Ach, warum mache ich das so kompliziert? Was hast du wieder? Die wollen, dass ich meinen rechten Arm beim Spielen trainiere. Den rechten Arm. Hast du nicht die Maus an der rechten Arm? Ja. Alles klar, Schneckball. 21 Uhr? Oh Mann. Da kommt sie zum rechten Arm trainieren? Aber ich hab's irgendwas fehlinterpretiert. Ja, hast du. Dein Wunschdenken mit anderen, oder? Boah, das macht so Spaß, die Sachen vom Laufband zu klauen. Ich weiß auch nicht. Will ich den ganzen Tag machen. Aber der Delay scheint gar nicht so lang zu sein, oder? Ja, das ist ja zwei Einstelloptionen, ne? Ja, aber das hatte ich letztens auch, ne? Delay war wohl trotzdem immer länger, aber jetzt läuft's, glaube ich. Ja, welche hast du denn genommen? Ja, die für schnelle Interaktion. Also nicht die für schöneres Bild, sondern die für... Ja, für schnelleres Bild. Schnellere. Und oh, hallo, Slayer Elite 1. Kam auch noch jemand anders auf die Idee, sich Slayer Elite zu nennen. Ja, aber 1 geht ja. So, wo habe ich das Ding? Hier habe ich das Ding. Aber ich will jetzt dafür gar nicht so viel Metall abzwacken, wenn ich ehrlich bin. Also ich will davon jetzt nicht die Hälfte abzwacken, weißt du? Ich glaube, ich nehme einen Greifarm dafür. Aber der ist eigentlich zu schnell, oder? Wenn du die Hälfte abzwacken willst? Nee, ich will nicht die Hälfte. Nicht die Hälfte. Wenn du nicht also die Hälfte machen willst, zum Beispiel auch nur so ein Viertel, dann mach doch zwei Verteiler und lass dann vom zweiten Verteiler das Zeug wieder zurückliefern. Das könnte ich auch machen. Ja, Verteil, Verteil. Habe ich noch Verteiler? Wo sind sie denn da? Schnelles Teiler fließen, nee, brauche ich nicht. Was wir sind denn an unserer Strommaximum wieder angekommen. Echt? Ich habe da überhaupt nichts verbraucht. Aber es wird ja auch gerade wieder Tag, ne? Ne, Quatsch, es wird dunkel. Ne, es wird Tag. Die Lichter gehen aus. Ja, wenn du auf Strommasten drauf gehst, dann siehst du, dass die Energieleistung unserer vier Solarmodule wieder nach oben geht. Deswegen, ich baue gleich mal ein bisschen mehr Solar. Ja, dafür produziere ich jetzt Stahl ohne Ende. Dann können wir da loslegen. Genau, dann brauchst du 15 Eisenplatten, 27,5 Kupferplatten und 5 Stahlträger. Für ein Solarding? Ja. Ein einzelnes. Ist mir zu hoch. Ja, drück doch einfach nur drauf, da kommt das Ding von alleine da raus. Ja, ich weiß. Nee, aber ich würde das ja dann auch gerne einfach produzieren lassen, oder nicht? Meinst du? Meinst du, brauchen wir das? Weiß es nicht. Oh, ich kann nicht mehr aufnehmen. Mein Inventar ist voll krass. Nein. Ein bisschen was verballern. Greifarme sind immer gut. Strommasten brauche ich auch immer wieder. Und Munition. Ich kann 469 Schrotpatronen machen. Oh Gott, ich brauche jetzt erstmal dreiviertel Stunde, bis ich hier... wieder was ja, produzieren hier, kann. Batterien braucht man dafür. Was? Wie kriegt man denn Batterien? Schwefelsäure braucht man für Batterien. Ach, meinst du, man kann die Verteiler direkt hintereinander bauen?